Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag. Wo gehen die Wolken eigentlich hin? Ey? Das sieht ja doof aus. Ich habe gerade eine schöne Kaffee gemacht drin hier. Wir marschieren jetzt zum LKW. Und dann fahren wir, ich glaube, fünf Kunden oder so. Der erste ist in Fettweiß. Ich gucke jetzt nochmal die Fettweiß. Ich glaube, Fettweiß, ja. Da fahren wir zuerst hin. Ich gucke aber jetzt nochmal nach. Das müsste das erste Gestell hier vorne sein. Dann ballern wir da hin. Ich gucke jetzt mal auf die Nummer. Ach, können wir jetzt gleich bei der Abfahrtskontrolle machen. Hier sind auch schon am Werke. Vier Gestelle haben wir drauf, aber wir haben auch eine Abholung in Gladbach. Kriegen wir alles hin. Nach Köln muss ich auch nicht, dass das wieder der eine ist. Muss gleich mal auf den Namen gucken. Ach, das ist immer... Kann sein, dass der das ist mit den Fenstern hier. Ich weiß es nicht. Fettweiß, genau. Normal sollte Simmerath der erste sein, aber die haben den jetzt noch dabei geballert. Ja, ist natürlich eine Runde, ne? Und dann gucken wir mal, dass wir noch vorladen nachher. Für Montag. Montag soll auch wieder dementsprechend... Achso, ich muss meinen Tagesbericht noch machen. Dementsprechend viel sein. Also im Moment ist echt am... Junge, am Antrecke, irgendwie. Aber die hatten noch keinen Tag, wo irgendwie wenig war. Was haben wir heute für eine Tag? Wo ist denn das Handy? Was haben wir denn heute für ein 10. Ich bin jetzt gerade ein bisschen durcheinander. Ich glaube, Fettweiß ist da hinten der. Fettweiß ist da hinten der und das hier ist der Simmerath, der 086. Wir haben heute Friedag und hier ist ein bisschen schwarz, aber ich weiß gar nicht, zieht das weg? Sieht man das auf der Kamera? Ich habe gestern getankt, heute könnte ich nochmal AdBlue tanken, mache ich aber nicht. Ich fahre jetzt direkt los zum ersten Waschen. Müsste ich? Letztens habe ich mir die zweite Lampe von hier aus links, habe ich mir voll krumm geballert an einem Bau. Also manchmal, der Lampenbügel ist zwar schön, aber manchmal stört das Ding. Und die Höhe vom Fahrerhaus stört auch, weil du musst manchmal in Löcher rein, Junge, das löst du ja nicht. Miesmann ist der erste Runger, hey. Stellen wir jetzt da vorne hin. Da vorne. Wir dürfen auf jeden Fall keine Parkplätze blockieren. Wir dürfen hier nicht auf die Fläche rausfahren. Ich könnte eigentlich hier drehen, oder? Nee, da machst du dich kaputt. Du kannst hier nicht mit reinlaufen. Du kannst auf die Fläche kommen. Dann haben wir ein Problem. LKW, oder kann das sein? Habe ich das gerade richtig gesehen? In der Kurve? Ja. Da können wir mal hin. Da müsste jetzt gleich ein kleiner Stau sein. 55 Sekunden. Zeigt ihr mir an. Hoppala. So, Baustelle, okay.
Ja gut, aber hier ist jetzt noch nichts. Ach, da vorne. Ach so, okay. Hier ist schon die Ampel. Wir haben noch 70 Kilometer bis zum zweiten. Wir sind da um 8.36 Uhr. Wenn alles so bleibt, das ist sehr gut, dann schmeißen wir den runter. Wahrscheinlich mit der Hand, weil das sind alles nur kleine Fenster. Da brauchen wir das Gestell nicht abheben. Hätten wir eben mit der Tür auch machen können, wenn er da gewesen wäre. Aber wir lassen das mal auf dem Gestell, weil er sagte, Gestell abstellen, der holt sich schon mit dem Stapler rein. Aber jetzt hier bei den kleinen Fenstern, selbst wenn da keiner ist, kann ich das schnell machen. Dann baller ich dem dahin und dann... Okay, sind wir schon durch. Das ist ja toll. Jetzt ist das irgendwo Hes und Kleinströß hier. Da sind wir jetzt gleich schon. Und dann schauen wir mal, ob einer da ist. Vielleicht müssen wir auch wieder anrufen ins Kicke. So, die könnte jetzt hier. Kleines Sträß hier. Oh Gott, okay. Okay, 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 okay. Hier ist ein Lager drin, okay. Ja. Wo die ihre Lager haben. Kann doch bestimmt wieder nicht stimmen, ey. Naja, wir gucken jetzt mal. Auf der linken Seite wird ja passen, weil das Gestell steht. Hier auf der Seite, genau. So, Hausnummer. Hier ist ein Lager. Fast. Ah, hier ist er doch. Ja, doch, stimmt. Aber hier kommt das hin, okay. So, das stecken wir irgendwo wieder drin. Am besten so. Tun wir den Müll jetzt gleich auch direkt hier runter, alles. Ja. Erwartet? Ja, wunderbar. Kann ich durchfahren. Das ist total toll. Dann brauche ich hier keine große Anstrengung vornehmen. Ja, das passt natürlich ohne. Der hat einen Hänger dran, ne? So. Hier ist ein Kindergarten. Oh. Okay. Wir sind jetzt quasi auf dem Weg zum dritten, ne? Aber guck mal bitte, diese Aussicht. Oh, das ist schon schön da unten, wa? Das ist schon sehr heftig. Toll! So sieht das aus, wenn Leute ihren Scheiß hier irgendwo hinschmeißen. Ein ganzer Müllsack voller Babywindeln. Alles Babywindeln. Guck mal bitte hier. Was sagst du dazu? Junge. Jetzt muss ich kicken. Hier drin. Okay. Komm, Hase. Gib alles. Und dann bin ich schon in der Straße. Okay, jetzt brauche ich die Hausnummer. Die habe ich mir eben erfragt über Telefon, weil bei Gestellerfolio kriegst du ja keinen Schein mit. Da steht auf dem Zettelchen nur halt Gestellerpolung hier und die Straße. Aber ich müsste ja für mich eine Hausnummer haben. Weil, because I don't know, wo das sein sollte. Ist das hier schon? Kann das sein? Nee. 3,5 Tonnen, okay. Steht hier ein Gestell. So, einen Karton haben wir jetzt getauscht. Den hier.
fehlt wieder mit zurück. Kölle. Zwei Scheiben. Kölle, Kölle. Kölle, Kölle. Da haben wir auf jeden Fall den Gladbacher zuerst. Paul-Henry-Sparkstraße. Wer kennt die dann? So, da fahren wir jetzt hin. Und das sind genau 81 Kilometer. 81. Ja, du bist hier am Messe, du bist mit dem Traktor. Die bedrängt mich ein bisschen. Dann weiß ich Bescheid, dass hier war auf jeden Fall eine Firma und den Baustellen. Hausnummer 31, ja, das war noch nicht, hey. Die anderen Fahrer, die brauchen ja nicht die Hausnummer. Die zwei, die von Ventana selber sind, die brauchen die Hausnummer ja nicht. Die kennen ja die ganzen Kunden, von daher. Hatte die auch wahrscheinlich gar nicht drauf geschrieben, aber ich brauche die. Because I war es noch nicht hier. Wollen wir uns da rüber düse? 11 Uhr, 11 Uhr, genau. 10:53 bin ich da. Ja, fast 11. Ist das wieder die Ruhe vor dem Sturm hier am Freitag? Wir sind jetzt hier Heimer und jetzt wieder kein Stau. Aber nachher ist das hier bestimmt brechend voll, aber jetzt gerade funktioniert alles einwandfrei. Wir fahren nach Delbrück und was soll ich sagen, jetzt gerade hat mich der Disponent von der Firma angerufen, wo ich fahre, und er sagte, ich habe noch zwei Gestellabholungen. Eins in Köln und eins in Gladbach noch dabei. Ja, ich sage, alles klar, dann bis Montag, ne? Dann ist heute nichts mehr mit Vorladen. Das wäre sowieso knapp geworden und jetzt funktioniert ja gar nichts mehr. Boah, die ballern dich richtig zu hier, wa? Wo die Straße hin? Ah. Du musst also einmal um die Ecke fahren, um den Stau mitzubekommen. Ups, was sagst du dazu? Wir haben noch... Ups, Alter. Ach, ich hab grad Obst gefuttert und jetzt? Wir haben noch 8,5 Kilometer, 8,4 zum Kunden, wo wir ein Gestell Glas, keine Fenster, sondern zwei Scheiben sind da drauf, große, das stellen wir da ab. So wie ich gehört habe, ist da keiner da. Also ballern wir das Gestell runter und dann fangen wir an, eins zu sammeln. Köln, Gladbach, Gladbach und dann haben wir noch einen Jülich, einen wegbringen. Und dann ist Schicht im Schacht, Junge, verstehst du? Denn Öns war nicht so, ins Feierabend. Jetzt muss der Öns wo hesen, ne? Der Kölner. Ich muss hier da hängen. Ich muss mal gucken, dass hier deine Schnur uns jetzt berühre. So, der heißt. Ach, da ist er ja. Okay, okay. Wo geht das jetzt hin? Wo geht das jetzt hin? Jetzt beginnt der Frühlingsverkehr, wa? Aber ich fahre sowieso jetzt nur einmal außen rum. Das Gestell abholen und dann fahren wir direkt durch nach Gladbach. Dann haben wir eine Baustelle, wo wir Gestelle abholen, dann haben wir noch eine Baustelle, wo wir Gestelle abholen. Ich weiß ja nicht, wie das alles passen soll. Und dann haben wir noch den Jülicher mit einem Gestell. Da machen wir ganz gechillt. Pause muss ich machen. Also freitags, ne? Da ist der Wurm drin. Freitags ist immer viel. Komischerweise. Ich verstehe das gar nicht. Ich möchte das gar nicht. Habe ich das übrigens gerade schon erwähnt. Ich habe den ersten Kölner hier. Im Osten habe ich schon abgeladen. Also die zwei Glasdinger, die zwei Gläser auf dem Gestell.
Habe ich noch gar nicht, habe ich, ne? Ich habe jetzt quasi, das, was ich eben telefonisch bekommen habe, das Gestell hier aus Köln, habe ich jetzt geholt. Hier bei der Glaserei Mück. Und stand da hinten an der Wand. Da tasche ich mir jetzt Opilade. Und jetzt fahren wir nach Gladbach auf die Baustelle. Da stehen 4 und 5, glaube ich. Da müssen wir gucken, dass wir das hier ein bisschen schachteln. Und dann fahren wir nochmal Gladbach Gestellabholung. Müssen wir gucken, ob das passt. Und dann haben wir Jülich. Und dann sind wir durch. Wir fahren aber jetzt nach Dormagen Pause machen. Weil wir brauchen die Mittagspause. Der Kunde hier stand jetzt nicht auf dem Schein, also da habe ich keinen Schein für, das haben die ja telefonisch gemacht. Und ein Gladbacher eben auch telefonisch. Den muss ich aber, glaube ich, eine halbe Stunde vorher anrufen. Ah, ich glaube, ich weiß, welcher das ist. Da jetzt hier der PKW parkt, komme ich hier nicht. Ich verstehe es einfach nicht, wa? Warum machen die das, ey? Den ersten Gladbacher haben wir jetzt weg, also quasi haben wir alles aufgeladen. Jetzt fahren wir hier rechts in die Straße hier in Gladbach. 80 Kilometer weiter war das jetzt in der Stadt. Fahr doch mal was rüber. Und fahren wir jetzt rechts rein und dann direkt auf der rechten Seite muss das sein. Da war ich letztes Mal schon mal. Tor war zu, ich habe keinen erreicht. Aber jetzt hat mein Disponent von der Firma, wo ich fahre, da angerufen. Also müsste ich jetzt normalerweise jemanden antreffen da. So, wir fahren jetzt hier rein und muss direkt halten. So, da steht da. Jetzt haben wir noch der eine in Jülich. 39 Kilometer, 15,44. Und danach sind wir fertig. Da machen wir nichts mehr, Junge, ist Friedag. Ja, das ist angenehm. Sonne, boah, eben kam die Sonne mal raus. War schon direkt fast die Platte verbrannt war. So heiß ist die Sonne. Aber wenn die Wolken über der Sonne sind, dann ist das sehr angenehm. 23 Grad haben wir trotz alledem. Wart! 23 Grad. So, jetzt haben wir noch der Ene. Jetzt muss ich gleich mal gucken, dass ich vielleicht rückwärts in die Straße reinfahre, weil ich habe das ja auf der rechten Seite stehen. Da kann man das direkt auf rechts abladen dann. Weil die Hausnummer, die ich suche, ist wahrscheinlich hier links. Wenn ich rückwärts reinfahre, weiß ich Bescheid, ne? Oh, hier schon. Das sieht ja gut aus. Ach du meine Güte. Okay. Toll! Mhm. Was sagst du dazu? So, und hier kommt die Straße und ich denke mal, ich guck jetzt mal, ob ich hier rückwärts reinfahre direkt. Das wäre. Welche ist das denn jetzt? Die hier oben. Wir haben alles geschafft. Naja, alles geschafft, ja, klar, aber. Wann sind wir am Hof? 16:30. Dann fahren wir direkt einkaufen. Ein bisschen. Und dann fahren wir nach Hus. Der Oberhammer ist, ich habe ein Päckchen bekommen zur Firma von Matthias. Das ist der Oberknaller. Der hat mir gemacht, pass auf, ein Messer, weil ich im Video mal erwähnt habe, dass ich kein Messer habe, für die Wände aufzuschneiden und ich die Fenster mit der Hand ablade. Und da habe ich jetzt ein Messer bekommen. Guck mal bitte hier. Das ist ein Messer für mich, das ich auf der Arbeit nutzen kann. Und der Oberknaller ist, der hat mir zwei Frühstücksbrettchen gemacht. Einmal für Ron, einmal für mich. Der hat jetzt nur den Namen Ron noch im Gedächtnis von meinen Kindern. Aber der hat mir eine E-Mail-Adresse beigeschrieben, dass ich ihm die Namen von meinen anderen Kindern schreiben kann. Und dann wird er noch Frühstücksbrettchen machen. Das ist der Oberhammer. Das ist super geil. Das ist eigentlich viel zu schade, mit dem Messer drauf zu schneiden. Guck dir das mal bitte an. Ist das nicht der Oberknaller? Hier ist mein Logokopf, mein Logo drauf, mein Logokopf. Unglaublich. Dann hat er mir Süßigkeiten hier beigetan für die Kids. Lieber Matthias, ich wollte mich bei dir recht herzlich bedanken für die Mühe, die du dir gemacht hast. Schnell Foto machen, schnell!
Frühstücksbrettchen, das ist eigentlich viel zu schade. Ich muss mir das mal überlegen. Ich denke mal, er hat Bock darauf, sich sein Brötchen von diesem Brettchen zu essen. Wir brauchen ja nicht drauf schneiden irgendwie. Ich muss mal schauen. Vielen lieben Dank. Das ist super nett. Auch für das Messer. Das ist jetzt richtig geil, dass ich jetzt immer ein Messer dabei habe. Ich darf das noch nicht verlieren, Junge, sonst trinne ich mich voll in den Arsch. Ne? Ich mache mir hier. Hier ist ein Loch drin. Ich mache mir das irgendwo dann immer an der Arbeitshose fest. Mit einer kleinen Kette, dass das auch nicht stritzen gehen kann. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Lieber Matthias,